So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Denn eigentlich wollte man das in die Pokémon-Folge mit einbringen, aber das ist so viel, das müssen wir, glaube ich, extra machen. Denn der Falco hat mich spontan besucht und gesagt, er hat ja gar nichts dabei gehabt beim letzten Mal. Da kam er sich schon komisch vor und er sieht, dass die Leute einem immer so viel schicken und schenken und machen und tun. Deswegen hat er heute auch mal ein Beutelchen mitgebracht, ne? Du erklärst uns ja bestimmt gleich zu den einzelnen Biers nochmal irgendwas dazu. Hier haben wir nämlich das erste Bier, ne, in der Tüte. Das sind Dreamies. Ja, für den Adi. Da freut sich der Adi, der bekommt immer zu naschen. Ob das reicht, das isst er ja mit einem Happen weg und dann war's das. Der ist so gefräßig in letzter Zeit, ich verstehe nicht warum, Wir aber sind das auf Zuteilung legen. wir gucken mal hier, was wir hier dabei haben. Das gute Störtebäcker Aus Rausch Stralsund. aus Stralsund, Pilsener vor allem. Gehaltvoll herb. Was war mit dem Freibier? Davon gab es auch. Da gab es auch alkoholfreies. Dies ist Freibier von. Alkoholfrei. Da stand einfach drauf Freibier und alle Leute denken, oh, was Freibier? Und dabei war es alkoholfrei. Also Störtebäcker, wer kennt nicht die Störtebäcker Festspiele? Da waren wir ja auch schon mal, theoretisch, im Urlaub. Jetzt muss ich erstmal hier irgendwie aufbauen, ohne. Na, dann haben wir ein Lübzer. Also Lübzer kennt man hier ja auch. Ich glaube von. Ach nee, das war wieder Licher. Licher Cola Bier war das Lieblings-Cola Bier von Lübzer Pilz. Auch gut. Gibt es ja auch Lübzer Urbock oder irgendwas. Die muss ich dann, wenn ich die mal trinke, wieder alle nach Promillegehalt mal ordnen, damit man wieder von dem Kleinsten zum Größten übergeht. Rostocker Zwickel, naturtrüb. Ein echtes Kind der Küste. Das ist aber schön. Und das gibt's alles bei euch? Aus welchem Laden ist das? Laden ist egal, das Rostocker Pilz kriegst du bei uns fast überall. Also von der Rostocker Brauerei. Und du hast das jetzt aber sicherlich alles aus einem. Das ist alles im Kaufland gekauft. Alles aus dem Kaufland, okay. Ich glaube, Kaufland hat sowieso mit die größte Auswahl. Dann haben wir noch ein Rostocker Pilz, weil das war ja ein Rostocker Zwickel. Zwickel, ein Rostocker Pilz. Also so rein von der Optik gefällt mir das Zwickel Besser, ne? besser, ja. Dieses Blau, das sieht so deprimierend aus. Das ist so Na, dunkel. das ist Seemannsblau, ne? Ist das überhaupt blau? Wenn ich so gucke, Ja, das sieht es ist das fast schon aus wie Seemannsblau. schwarz. Tiefschwarzes Seemannsblau. Rostocker Pilz darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. Ich blicke hier eh nicht durch. Vielleicht sind da noch mehr Rostocker dabei, denn hier kommt auch noch ein Störtebäcker. Ein Störtebäcker, auch Pilz. Ja, ich habe von jedem zwei Pilz. Von Ach jeder Sorte sind halt zwei so! bei. Von allen jedem. Ja. Ja, da ist es ja gar nicht so viel. Dann hätte ich die ja immer, die muss ich ja dann zu zweit stellen. So, guck, jetzt haben wir nämlich schon zwei Störtebäcker. Ach, jetzt sehe ich das oben am Deckel auch. Hier Genau, habt am ihr Deckel nämlich sieht es noch drauf. Dargunner Pilsner. Braumeisterqualität. Ist grün. Wie findet ihr das Etikett? Welches gefällt euch am besten? Müssen wir dann mal sortieren. Da können wir nämlich das zweite Dargunner auch mit rausziehen. Jetzt habe ich das System nämlich erkannt, denn hier ist auch. Warte mal, wir nehmen erstmal das. Ne? Das ist nämlich auch noch ein neues. Hier seht ihr den Freddie Mercury. Na, das sind hier. Was ist das? Manon. Manon Ulrich, die Braumeister von damals. Okay, die Braumeister, haben die wirklich. Hat er wirklich so einen Bart gehabt? Ist das Keine Originalfoto? Ahnung. Sieht auf jeden Fall stylisch aus. Auch dieses Etikett, ne? Und der Stöpfel. Ich glaube, das gefällt mir bisher vom Design am besten. MO, ne? Mild gehopft. Das auch wieder neu, deswegen kommt es wieder hier vorne hin. Da haben wir auch das zweite davon, deswegen stellen wir das wieder hier rüber. Eins für mich, eins für die Mama. Guck, so ist es immer angeordnet. Dann haben wir noch ein Störtebäcker Schwarzbier. Ich meine, das mit den Etiketten ist ja ganz cool, dass da immer die Schiffe drauf sind und das so schön gemacht, aber ich finde das trotzdem in dem Sinne nicht ansprechend. Das erinnert mich, das sieht für mich im ersten Moment aus wie eine Weinflasche oder so. Ich würde jetzt immer nicht denken, dass das Bier ist. Ich denke, ach hier Wein, okay, trink mal irgendwann mal einen Wein, ne? Wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Nehmen wir halt, ach so, ne, hä? Störtebäcker Kellerbier. 1402. Ach, die sehen fast alle gleich aus, die Stöpfe. Obwohl, der ist blau, der ist grün. Tu mal den auch hier vor. Und da haben wir das zweite Kellerbier. Ihr seht doch, langsam fügt sich das Puzzle. Denn
Hier ist auch noch das Lübzer, das zweite. Das muss wieder hier hin, ne? Schön in die Nässe gestellt. Wenn wir es gleich einräumen, sieht es wieder gut aus. Dann müsste das hier das zweite Schwarzbier sein, genau. Das kommt hier vorne rein. So, ihr seht, zwei fehlen noch. Vier sind noch drin, das heißt, wir haben noch ein Quartett. Ist noch am Start. Rostocker Pilz, das stand hier oben. Hä? Doch, ja, genau. Ach, was wäre ich denn ohne den Falco, da würde ich doch gar nichts sehen. Rostocker Zwickel, das stand gleich dahinter, genau. Dann heißt das, was jetzt noch drin ist, müsste beides nochmal dasselbe sein. Und zwar ein Lübzer Export Premium Mecklenburg-Vorpommern. Das stellen wir hier rüber, ne? Und holen auch noch das zweite dazu, nochmal Lübzer Export Premium. Wunderbar. Aber gewonnen hat ja hier der Günther und der Klaus, deswegen stellen wir das so und wechseln das aus. Wunderbar. Jetzt seht ihr hier eine ganze Reihe Bierspezialitäten aus der Heimat, nicht aus meiner. Und was für ein Adi noch dazu. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Dankeschön, ne, für den tollen, für die schöne Wundertüte mit Bierspezialitäten. Bitte. Und ja, wir werden auch ein bisschen was bei Pokémon auch machen. Noch ein paar Raids suchen, seine Feuer-Pokémon-Aufgaben fertig machen. Aber das habt ihr ja dann irgendwann schon gesehen, keine Ahnung. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus, von Falco seiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Falco. Tschüss.